Auch das ist doch wieder eine tolle Waldstruktur, die man so im Wirtschaftswald echt nicht so findet. Kann ich mir echt nicht vorstellen, habe ich auch noch nie gesehen. Übrigens, wenn ihr einen kahlen Baum seht, sowas da hier, ne, der ist tot. Und zwar sowas von. Merke ich mir mal vor, für in ein paar Jahren mal wiederkommen und gucken, ob sie da noch steht. Ja, sieht schon langsam nicht mehr so gut aus. Ist aber noch vital eigentlich. Naja. Sämtliches Biwakieren und Lagern ist hier natürlich verboten, macht auch Sinn, aber sowas wird schon sehr zum Übernachten einladen. Dann gerade, wenn man mal weiß, dass es nicht regnet, auf so einem Felsvorsprung, reizvoll. Notunterschlupf, wenn es regnet. Nur da passe ich so gerade so drunter irgendwie. Bequem ist das zwar nicht, aber ginge. Schon wieder Pilze. Nein, ich habe keine Ahnung, was das ist. Es gibt Idioten, die da hochklettern. Naja, Idioten will ich nicht sagen. Sagen wir Mutige. Also ich würde mich das nicht trauen. Oder auch hier an der Wand. Hier kann, darf und wird auch geklettert. Also das ist völlig legitim. Darf man. Also als Mensch mit Höhenangst kenne ich mich ja nicht aus mit Kletterrouten, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier links an dem Fels hoch eine der schwierigeren ist. Es gibt hier irgendwie im Gebiet Routen bis Schwierigkeitsgrad 9. Von 2 bis 9 ist wohl, glaube ich, irgendwie alles dabei. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß auch gar nicht genau, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Also in der Nische haben doch garantiert schon mal welche übernachtet. Also mit Sicherheit, wenn man da hochkommt. Kann ich nicht. Also ich war hier schon häufiger, aber dieser Baum fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Guckt euch das mal an, das ist ja Wahnsinn. Und das da irgendwie da in der Ecke, da muss ich irgendwo wirklich einen Haufen Boden gefangen haben. Irgendwie hat der da Zugang zu einer Menge Boden, weil sonst wäre der nicht so groß. Denkt man gar nicht, dass da so viel Boden zwischen den Felsen hängt. Hier nochmal ein bisschen Felsen. Für solche Knubbel am Baum gibt es übrigens zwei Ursachen. Entweder ist es ein Pilz, also wirklich ein Pilzkörper im Baum, der dann dazu führt, dass sich der Baum dann nach außen ausstülpt und immer wieder von vorne versucht, den Pilz quasi zu überwallen und dadurch zu besiegen, dass er Rinde drumherum macht. Oder es handelt sich um einen Tumor. Das heißt, dann hat zum Beispiel irgendein Bakterium dafür gesorgt, dass sich da die Zellen unkontrolliert ausbreiten und wahrscheinlich noch irgendwelche Stoffe produzieren, die sie normalerweise nicht produzieren würden, wovon das Bakterium dann wiederum lebt. Agrobacterium tumefaciens macht sowas bei Nutzpflanzen. Also nicht bei Bäumen, aber bei Nutzpflanzen. Nur, dass ihr schon mal wirklich irgendwo was gehört habt davon, dass es sowas gibt. Das ist ein tumorindizierendes, plasmidtragendes Bakterium. Genau, irgendwie so.
Grundsätzlich ist es so, je älter der Baum wird, desto höher ist das Tumorrisiko. Das ist so ein bisschen wie bei uns. Wobei, so ein Tumor ist für einen Baum eigentlich relativ harmlos. Das ist überhaupt nicht wie bei uns. Bei uns sind die ziemlich tödlich. Dem Baum macht es eigentlich kaum was, wenn da so eine unkontrollierte Zellwucherung dran hängt, weil ein Baum ja anders als wir keine Organe hat. Also die hat schon Organe, aber halt eben nicht so wie wir, die irgendwo standörtlich fixiert sind. Und wenn diese eine auf kleinem Raum konzentriertes Organding halt kaputt ist, sind wir auch kaputt. Das ist beim Baum ja nicht der Fall. Da verliert er halt ein paar Zentimeter Rinde. Das kann dem relativ Wurst sein. Also diese Eiche, da könnte durchaus noch super 100 Jahre so leben. Natürlich breitet sich das immer weiter aus. Aber es gibt wirklich Bäume, die leben mit sowas die meiste Zeit ihres Lebens eigentlich und werden dann trotzdem noch super, super alt. Kann also wirklich durchaus sein, dass das gar kein großes Problem darstellt. Aber wer weiß. Also hier war jetzt doch mal die Säge am Werk. Also so ein bisschen die Wege frei halten und ein bisschen Wegesicherung betreiben. Also das wird natürlich auch im Bannwald gemacht. Sonst, wenn hier ständig irgendwelche Touristen runterfallen würden, wäre ja auch nicht unbedingt zweckmäßig. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob sie das da einfach nur rumliegen haben, weil es halt im Weg war und sie es dann quasi an den Rand vom Weg geschoben haben, damit es aus dem Weg ist. Oder ob das so eine Art Stopper ist, wenn hier jemand die Treppe zu schnell runterkommt. Ja, also was mich jetzt gerade etwas wundert, ist dieses Ding da. Wie soll man denn bitte an diesem Felsen hochkommen, hä? Wie soll denn das gehen? Naja, vielleicht ist das auch ein Verarsche-Karabiner. Keine Ahnung. Also das finde ich jetzt toll. Wenn man hier am Klettern ist, dann kann man sich da auf halber hohe Höhe am Sorbus Aucuparia ja doch tatsächlich ein bisschen was zu essen mitnehmen. Gut, die schmecken roh beschissen, aber gut. Ja, zum Schluss habe ich doch noch das untere Ende der Blockhalde entdeckt. Da oben sind entsprechend die Felsen und hier ist die Blockhalde. Wobei man sagen muss, hier an der Stelle ist sie jetzt nicht so groß. Ne? Der Felsen da ist schon relativ nah. Also es ist jetzt nicht so ein Riesending und hat deshalb jetzt keinen riesigen klimatischen Effekt. Dafür müsste das Ding jetzt schon noch größer sein. Und hier an der Stelle werden wir wahrscheinlich auch keine Eislinse drin haben. Und ja, also es ist so ein bisschen eine Blockhalde-Light, wenn man so möchte. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mal an eine große Blockhalde kommt, könnt ihr mal dran denken, was ich euch zu dem Ding so ein bisschen erzählt habe. Grundsätzlich variieren die auch nochmal dahingehend, dass es welche gibt, die noch in Bewegung sind und welche gibt, die erstarrt sind. Die, die noch in Bewegung sind, haben ganz, 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 ganz wenig Vegetation, weil Vegetation mag es nicht, wenn das, wo sie drauf sitzt, sich noch bewegt. Und die, die halt eben schon erstarrt sind, da kommen dann auch langsam die ersten Bäume und Sträucher auf. Blockhalde ist nicht gleich Blockhalde, das ist ganz schwierig, da was zu verallgemeinern. Es gibt innerhalb der Blockhalde dann wieder so verschiedene einzelne Zonen mit einzelnen typischen Artgemeinschaften, Pflanzengesellschaften und eben die Tiere bewohnen auch bestimmte Regionen besonders gerne. Was es hier übrigens auch noch als spezielles Tier gibt, ist die Schlingnatter. Das ist noch unsere dritte Schlange, die wir so haben, die nennenswert häufig ist. Ich glaube, damit sind die einheimischen Schlangen, glaube ich, aber auch abgedeckt. Vielleicht kann mir das jemand, weiß das jemand von euch zufällig? Also meines Wissens haben wir nur die Ringelnatter, die Schlingnatter und die Kreuzotter in einheimischen Schlangen. Ich bin jetzt kein großer Schlangenexperte, also ich kann auch zur Ökologie von Schlangen natürlich was erzählen, aber ich weiß gar nicht, ob es da noch mehr gibt. Naja, aber das hier ist jetzt jedenfalls die entsprechende Blockhalde unten dran. Ich meine trotzdem hier ein kälteres Windchen zu spüren, als das woanders der Fall ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen Wunschdenken, aber ich meine es zumindest. Also hier könnt ihr nochmal schön sehen, eben auf dem sich noch in Bewegung befindenden mehr oder weniger Teil der Blockhalde, also dieser recht junge Teil hier, da gibt es wirklich so gut wie gar keine Pflanzen. Oh, dieses Gelbe hier ist die Schwefelflechte. Das ist auch nochmal was ganz Spezielles. Oh toll, habe ich sogar eine entdeckt. Die kommt zum Beispiel, ist super selten und kommt quasi nur in solchen Blockhalden vor. Also was ganz Besonderes. Aber da kann ich jetzt leider nicht hinkraxeln, weil A, gefährlich und B, darf man ja nicht. Und das ist auch gut so.
Aha, hier habe ich sogar noch mal eine etwas nähere Schwefelflechte gefunden. Ja gut, ist halt eine Flechte. Ich erzähle euch irgendwann mal allgemein was zur Flechte. Und dann können wir ja die Schwefelflechte als Beispiel nehmen. So als Beispiel Flechte. Aber auch das da, was aussieht wie ein Kaugummi, den jemand an den Stein geklebt hat, ist ebenfalls eine Flechte. Also Flechte, Symbiose aus Alge und Pilz. Also eigentlich eine Wasserpflanze, die mit einem Pilz kombiniert ist und dann am Boden, also außerhalb des Wassers lebt. Ganz was Kurioses. Machen wir irgendwann mal. So, ich bin wieder unten angekommen und wieder im normalen Wirtschaftswald. Und das sehe ich jetzt als guten Punkt an, um Schluss zu machen für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja vielleicht noch sagen, ob euch das einigermaßen zusagt, wenn ich so eine Zweiteilung mache in Lavateil und Erklärteil und Rumlauf und ein bisschen Landschaftsaufnahmen, Filmteil mache, dann mache ich das vielleicht auch irgendwann nochmal und wenn nicht, dann nicht nochmal und dementsprechend freue ich mich über eure Meinung und wünsche euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!